Servus miteinander und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Zwei vom Bau. Zusammen mit dem Steve Mördel sind wir immer noch an der Biogasanlage am Werkeln. Ja. Der Steve hat jetzt da mal ordentlich auf die Schnelle eine Wand hochgezogen und hier mal so ein Blechdach. War ich das etwa? Ja, schön. Behaupten sie immer. Dann... Was ist das denn überhaupt? Ist das da zum Reinkippen oder was? Naja, ich würde sagen, das ist irgendwie ein Abgasrohr oder so. So eine Art Schornstein, oder? Echt? Nee, das ist eine Stange. Das ist einfach nur eine Stange. Das ist ein Hydraulikstempel. Das Ding ist wohl irgendwie klappbar, weil das ist auf der anderen Seite. Ach so. Ja, dann klappen die das hoch, dann kommt hier der Krempel wahrscheinlich rein. Und dann? Wie sieht denn das aus hier drin überhaupt? Aber nicht der Verminder, oder? Wie kommt man da hinten überhaupt rein? Ist da hinten auch noch eine Tür? Doch, hier. Ich denke mal, das ist der Kontrollraum, oder? Kann das sein? Naja, hier hast du einen Raum, hier geht's auch nach unten. Also. Naja, gut, okay. Na gut, dann wollen wir mal. Werde ich mal in meinen Kran. Oder willst du den Kran bedienen? Oh, ich fahr Kran. Ach, den wieder. Gut, dann nehme ich wieder den anderen da hinten. Verständlich den. Den mag ich sowieso lieber. So. Dann. Da heben wir mal das Dach auf, ne? Wie gesagt. Da. Ja, super. Ob weg da. Nee, ich will den anderen haben. Du kannst ja nur nicht alles nehmen. Ob weg da jetzt hat. Ja, wenn du hier rumwurschelst, so kriege ich den natürlich nie. Ja, dann musst du die legen. Also so komme ich da nicht dran. Das tut mir furchtbar leid. Was hältst du davon, wenn du den Betonkübel schon mal schnappst und dann dir Beton eingießen lässt? Nö, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Jetzt bin ich. Ne, ich habe auch meinen Stolz. Hör ich da etwa ein leichtes Mimimi? Ich wollte auch so ein Deckenelement legen, aber nein, der Vorarbeiter muss ich. Mach wusste, doch. Wusste, ne, jetzt will ich auch nicht mehr. Wo ist überhaupt dieser Betonkübel? Ich weiß gar nicht, wo ich den abgestellt habe. Und wir haben ja zwei, so ist das ja nicht. Da hinten steht die Toilette. Vor allem müsste in dem einen noch was. Ach, da steht er. Ah, alles klar. Und nimmt er mir die Arbeit weg. Jetzt will man mal arbeiten und kann nicht. So, einmal Beton gießen, bitte. Kommst du wohl nicht ran an den Eimer, wa? Unglaublich. Hat ja auch gleich mit dem Betonmischer die Rampe hoch und dann danach ockeln. Mach doch. Ich geh erst mal kacken. Wie? Kommt man da nicht rein, oder was? Ja, weil ich den Schlüssel hab. Hehe. Haft.
hab bloß was letzte Scheiß aus Zug gespart. Ja. Was bist denn du für eine? Ich beschwöre mich bei der Baugenossenschaft. Das Kacken verboten während der Arbeitszeit. So. Dann mal Kaffeepause machen. Was brauchen wir als nächstes? Wurscht. Also gut, ich schau mal, was wir als nächstes brauchen. Und Betonwände. Diese zum Beton in die Schalung der Wände auf der Baustelle. Ach du Scheiße. Yes. Also das heißt, ich kann mir schon mal den Betonkübel schnappen, weil wir werden Beton essen. Ja, wahrscheinlich noch und nöcher. Schau dir mal mein langes Rohr an. Nein, das möchte ich jetzt nicht sehen. Was bist denn jetzt so? Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Bald fertig. Weiß noch nicht. Wie lange dauert es noch? Weiß noch nicht. Sind wir bald da? Ach halt, das war ja was anderes. Wie lange dauert es noch? Ich weiß nicht. Bist du bald fertig? Ich weiß nicht. Könnte klappen, ja. Ja, sieht gut aus. Bist du bald fertig? Bis nächste Woche. Boah, wir haben Geld gekriegt hier. Ah, oh mein Gott. So, dann kann ich ja gleich darüber, wa? Einmal befüllen lassen, einmal wieder voll machen. Ach, das geht alles hier, du. Ja, ich lass meins auch befüllen. Also ich glaube, wir haben auf dieser Baustelle schon schlimmere Sachen gemacht, als hier diese Wände zu gießen. Ja, definitiv. Die Mondkraterlandschaft zum Beispiel. Ja, ja. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der heißt Mörtel. Glaube nicht. Doch.
Doch, ich glaube, das war der Mörtel. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee. Meinst du nicht? Nee. Was macht dich da so sicher? Ich wäre dabei gewesen. Das behaupten sie immer. Das behaupten sie komischerweise immer, und zwar alle, ausnahmslos. So. Aber es ist schön zu sehen, dass ich mal vor dir fertig bin. Ah, du hast ja auch ein Mini-Becken, ja, und ich habe halt so ein Riesenbecken. 44.000 haben wir schon wieder dafür bekommen. Ja, passt doch. Das ist schicki. So, markierten Bereich räumen, super. Na, ehrlich. Ja, ich feiere mein Granger weg. Was kommt dann? Zementerbau, glaube ich, war das nächste. Materialien können wir noch nicht holen wieder, wa? Oder ich glaube nicht. Eieiei, naja. Alter, was ist das denn? Ja, hallo. Es langt mal wieder. Willst du den großen oder den kleinen machen? Egal. Mach du mal den kleinen, ich fange mit dem großen an. Sonst hätte ich gesagt, mit dem großen bin ich wahrscheinlich mit dem Kran schneller, oder? Ja, dann mache ich halt den kleinen. Aber dann, warte mal, dann stelle ich den Kran gleich anders dahin. Dass wir uns da nicht in die Quere kommen, jetzt mal beim hin und her langen. Alter, mehr konnten die auch nicht hinpacken von den Dingern. Wie machen sie irgendwelche Betonplatten selbstständig? Unglaublich. Gleich schon wieder Pause, ey. Boah.
Ja, Pause klingt gut. Pause klingt immer gut. Was denn? Was? Ach. Ja, los, mal Kaffeepause. Ja, warte mal, ich kann die. Ja, mach mal Kaffeepause. In diesem Sinne, liebe Leute, schaut beim Berlin Place Games rein. Lasst ein Like oder ein Kommi bei ihm da. Freut er sich immer tierisch drüber. Und ja. Ja, ich freue mich über. Was? Ich sag, wir bauen in der Zwischenzeit noch weiter. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten, weil jeder einzelne ist hart erarbeitet. Gilt im Übrigen auch für Intoxic. Absolut richtig. Nix geschmiert, alles erarbeitet. Nix so. Gekauft, nix geschmiert. Richtig. In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.